Mit wem laufe ich mit und mit wem nicht? An wessen Seite möchte ich stehen? Das kann jeder von uns in seinem Leben entscheiden für sich. Er hat das entschieden. Er hat diese Wahl für sich getroffen. Max Otte, noch CDU-Mitglied. Er möchte jetzt stehen zwischen Alice Weidel und Tino Chrupalla, den beiden AfD-Chefs im Bundestag. Hat sich von ihnen für die Bundespräsidentenwahl nominieren lassen. Was soll das? Frage ich ihn jetzt. Hart aber weiß. Es geht hier nicht um irgendwas. Nein, es geht um das höchste Amt im deutschen Staate, das Amt des Bundespräsidenten. Und er tritt dabei nochmal an, Frank-Walter Steinmeier. Und auch er tritt nun an, nominiert von der AfD, Max Otte. Aber wer ist dieser Typ? Wer ist Max Otte? Ein Ökonom ist er, ein Fondsmanager, der mit diesem Bestseller hier bekannt geworden ist, weil er einen Finanzcrash prophezeit hat. Aber derselbe Max Otte, der hat Jahre später auch für die Betrüger von Wirecard geworben. Und er hat nach dem brutalen, dem rechtsterroristischen Mord an Walter Lübcke kritisiert, dass es angeblich eine Hetze gegen die rechte Szene in diesem Land gäbe. Und derselbe Max Otte hat zwei Pässe, den deutschen und den amerikanischen. Und er ist seit 30 Jahren CDU-Mitglied und soll jetzt rausgeworfen werden aus der Partei. Und bei mir jetzt die CDU-Legende, darf ich sagen, Wolfgang Bosbach. Schönen guten Tag, Herr Bosbach. Hallo, Herr Weise. Warum schmeißen Sie den jetzt raus aus der CDU, den Max Otte? Weil es einen Unvereinbarkeitsbeschluss gibt zwischen der CDU Deutschlands und der AfD. Hier müssen wir auch eine ganz, ganz klare Trennlinie ziehen. Denn wenn wir glaubwürdig, überzeugend auch konservative Positionen vertreten wollen, dann müssen wir diesen ganz klaren Strich nach rechts außen ziehen, damit auch die Gleichung nicht immer stimmt. Konservativ gleich rechts, gleich Nazi. Jetzt tritt er da an, im Dienste der AfD. Was glauben Sie, was sein Motiv ist? Sie kennen ihn auch ein bisschen. Also warum macht er das mit? Tja, das ist eine gute Frage. Ich kann mir da auch keinen Reim drauf machen, außer er fühlt sich jetzt wichtig, er fühlt sich jetzt wahrgenommen, wenn auch von einer anderen politischen Partei, nicht von seiner Partei, der CDU. Jetzt ist er wieder eine bedeutende Persönlichkeit. Wenn ich selber vorgeschlagen worden wäre, für mich wäre das kein Kompliment bei dem Vorschlag der AfD. Für mich persönlich wäre es eher eine Beleidigung. Ich hoffe immer noch, er kommt zu dem Ergebnis, nein. Ja, was würden Sie ihm ins Gesicht sagen, dem Max Otte, wenn Sie ihm jetzt begegnen würden? Lieber Otte, Sie müssen sich entscheiden zwischen einer Mitgliedschaft in der CDU und einer Reise auf dem Ticket der AfD. Beides gleichzeitig geht nicht. Und wenn er meint, es ginge doch, dann muss ihn die CDU nicht rauswerfen, weil er sich dann selber aus der CDU verabschiedet hat. Danke herzlich für das Gespräch, Wolfgang Bosbach. Ich danke Ihnen. Frust über die Merkel-Politik, Frust über die CDU, gleichzeitig die Lust am Tabubrechen, sich selbst zu profilieren. Aber sich dafür in den Dienst der AfD zu stellen, ist es Ihnen das wert, Herr Otte? Das frage ich ihn jetzt selbst. Begrüße ich bei Bild Max Otte. Tag, Herr Weise. Im Leben kann man sich entscheiden, an welcher Seite man stehen möchte. Sie haben sich jetzt entschieden, an der Seite von Alice Weidel zu stehen und von Tino Chrupalla. Fühlen Sie sich da wohl in der Mitte der beiden? Ich stehe nicht an der Seite der beiden, sondern ich kandidiere für ein Amt, was über den beiden steht. Aber schauen Sie hinter mir, Sie stehen an der Seite der beiden. Ja, das war jetzt bei der Erklärung, aber das Amt steht natürlich über den beiden, wenn ich so sagen darf. Sie haben das Amt ja gar nicht. Ja, aber ich strebe ein Amt an, was darüber steht, was auch über den Parteien stehen sollte. Von daher habe ich diese Ankündigung an der Seite der beiden gemacht und es wird keine weiteren Interviews geben und ich kandidiere für ein Amt, was über den Parteien steht. Sie lassen sich von den beiden nominieren und distanzieren sich jetzt von den beiden? Nein, nein, ich distanziere mich nicht, sondern ich sage, ich habe aus eigenem Antrieb dieses Amt strebe ich an und das Amt steht über der Parteipolitik. Es ist mein Anliegen, auf verschiedene Dinge im Land hinzuweisen, zum Beispiel die Ausgrenzung der Ungeimpften, zum Beispiel die Vermögensschere, die aufklafft. Aber Sie haben eben diesen Hebel benutzt, den Hebel AfD, den Hebel Alice Weidel und den Hebel Tino Chrupalla und den Hebel von vielen mehr. Denn da fehlen ja noch einige auf dem Foto, die man hinzufügen könnte. Also zum Beispiel ihn hier, den kennen Sie wahrscheinlich auch, den AfD-Bundestagsabgeordneten Münzenmeier, der ein, ja,
ein Strafverfahren gegen sich laufen hatte und verurteilt ist. Ja, ich spreche über die nicht. Da können wir auch über Janine Wissler, können wir auch über die von der Linkspartei sprechen. Es kommt Björn Höcke. Die haben Sie ja nicht nominiert. Wir müssen auch über ihn sprechen. Stefan Hill, gegen den gerade ein Strafverfahren läuft. Vor allen Dingen müssen wir über ihn schon sprechen. Ich spreche über keinen dieser drei. Aber das sind, Sie sind der Kandidat dieser dreien. Ja, ich kandidiere für das Amt des Bundespräsidenten. Es gibt einen Wahlprozess. Ich bin der Kandidat in einem geheimen Wahlverfahren auch alle anderen nominiert Wahlleute. Auch von denen. Und die sitzen ja in der Bundesversammlung. Ja. Also Björn Höcke wird auch in der Bundesversammlung sitzen. Es ist eine geheime Wahl. Sie sind sein Kandidat. Ja, ich möchte nicht über die drei sprechen. Mache ich nicht. Aber Sie können sich ja nicht in der AfD nur die aussuchen, die möglicherweise Ihnen gerade recht sind. Sie haben sich von den allen nominieren lassen. Ich suche mir keinen aus. Die Leute suchen mich aus und wählen mich. Und zwar parteiübergreifend unter Umständen. Vielleicht kommen ja auch Stimmen aus anderen Parteien. Es ist eine demokratische Wahl. Ich möchte mich über diese Leute nicht unterhalten, genauso wie wir uns nicht über die Linksextremen unterhalten müssen. Über die müssen wir ganz viel reden. Ja. Aber Sie haben sich ja von denen mit aufstellen lassen. Das sind die, die Sie unterstützen. Ja, aber ich spreche nicht darüber. Ich spreche über das Amt, ich spreche über meine Anliegen. Es ist eine geheime Wahl. In einer geheimen Wahl ist es zunächst einmal egal, von wem man gewählt wird. Ich mache nicht den Kämmerich. Sie machen genau den Kämmerich. Nein, Sie lassen sich genau von den Menschen unterstützen. Ich lasse mich in einem demokratischen Prozess unterstützen, aber ich werde nicht zurückweichen. Sie haben in dieser Woche gesagt, in diesen Zeiten, das war mit Blick auf Stefan Hilse, den AfD-Bundestagsabgeordneten, der jetzt gerade ein Strafverfahren gegen sich hat, weil er Widerstand gegen die Polizei geleistet hat. Mhm. Haben Sie gesagt, das sei in diesen Zeiten auch zu verstehen? Das sei in diesen Zeiten, haben Sie gesagt, in Ordnung, Widerstand gegen die Polizei zu leisten? Ich finde das spektakulär, auch ein Stück weit absurd für jemanden, der Staatsoberhaupt werden möchte, dass der sagt, es ist in diesen Zeiten in Ordnung. Ich zitiere Gustav Heinemann, der Bürger hat das Recht und die Pflicht, die Politik darauf hinzuweisen, wenn sie das Recht bricht. Und der Bürger hat das Recht zum Widerstand. Ich nehme mal ein ganz großes Beispiel am großen Bundespräsidenten Gustav Heinemann, der das wahrscheinlich genauso gesehen hätte. Den nehmen Sie für sich? Den nehme ich für mich in Anspruch. In Anspruch, weil der Kollege von Ihnen auf einer Corona-Demo war? Es ist kein Kollege. Ich verbitte mir, Kollege, es ist ein Politiker, es ist kein Kollege. Meine Parteifreunde, das ist eine CDU, die sind im Moment nicht so begeistert über mich. Das ist kein Kollege. Ich verbitte mir diesen Ausdruck. Es gab einen besonderen Vorfall jetzt wieder in Sachsen vor dem Haus von Petra Köpping, Sachsens Gesundheitsministerin, zum wiederholten Male jetzt. Diesmal waren es AfD-Landtagsabgeordnete. Ja. Ich dachte eigentlich, Sie kommen jetzt her und sagen, Mensch, unter dem Geschehen dort, was ja noch mal was Besonderes ist, diese Frau ist unter Druck gesetzt worden von diesen Männern. Ich kenne den Vorfall nicht. Der Vorfall ist öffentlich. Ja gut, aber ich kann nicht alle Vorfälle kennen. Ich habe keinen großen Stab. Na, von denen, die Sie tragen. Ich habe auch keinen großen Stab, war heute überall zu lesen. Wenn jemand unter Druck gesetzt wird, missbillige ich das. Das sind allerdings nochmal, Herr Orte, das sind die Menschen, die Sie mitnominiert haben. Sie sind deren Hoffnung. Sie sind die Hoffnung der Menschen, die die sächsische Gesundheitsministerin direkt vor dem Haus und deren Familie unter Druck setzen. Ich bin die Hoffnung der Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, die sich nicht diskriminieren lassen wollen. Ich bin die Hoffnung der abgestiegenen Menschen der Mittelschicht, der Geringverdiener, der Marginalisierten. Ich habe als junger Mensch Johnny Cash, war mein erster großer Held, mein musikalischer Held. Der hat sich auch für die Unterprivilegierten eingesetzt und das habe ich mein ganzes Leben lang. Und ich bin die Hoffnung, für die Menschen, die ihre Grundrechte eingeschränkt sind. Zwischen Johnny Cash und Alice Weidel und Johnny Cash und Alexander Gauland ist eine weite Range. Ich bin auch nicht die Hoffnung für Alexander Gauland, für Alice Weidel. Die haben ihr Leben im Griff. Ich kandidiere für ein Amt, wo ich Hoffnungsträger für andere Menschen bin. Ich habe von dieser Kandidatur persönlich nur Nachteile. Nur Nachteile? Ja. Sie sind plötzlich wieder in der Öffentlichkeit. Sie sind plötzlich wieder gefragt. Ja, aber jeder spricht über Sie. Ja, aber ich bin Fondsmanager. Also darum geht es ja nicht, weil das ist ja keine Öffentlichkeit, die irgendetwas in gewisser Weise mir bringt. Im Gegenteil, sie schadet mir. Sie schadet mir geschäftlich, finanziell. Ich mache das aus Überzeugung. Nochmal auf die Vorfälle, auf die ganzen genannten Personen zu sprechen. Die sind mir so unangenehm. Ja, die sind mir unangenehm, ja. Also Höcke fällt schon mal den
den Platz hier runter. Mit denen wollen Sie nichts zu tun haben. Aber nein, dann müssen nein, Sie Ihre Kandidatur nicht, ich möchte, zurückziehen. Ich möchte nicht, nein, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass es so geframed wird, dass die hier stehen. Wie gesagt, es ist eine Wahlversammlung. Es ist einmal, es geframed, ein einmaliger Wahlprozess. Das haben Sie bei den Kollegen auch gesagt. Geframed das, ist das, das aber ist geframed, nicht. Doch. Wir können uns dann über beide Seiten unterhalten. Wir können uns über linke Gewalt, wir können uns über Linksextremismus in der Bundesversammlung darüber unterhalten. Berichten wir ganz viel. Da haben wir, glaube ich, gar keinen Nachholbedarf. Das Problem ist, dass Sie sich von denen unterstützen lassen. Und das ist eine ganz besondere das Situation. Ist kein Problem. Das sind das die ist, Menschen, die Sie mit nominiert haben. Deswegen werden Sie es den ganzen Bundespräsidentenwahlkampf aushalten müssen. Dann muss ich es aushalten, aber ich halte es nicht aus, wenn man mir das so da vorstellt, weil wir ja über mich sprechen okay, wollen, haben Sie, über die drei. Haben Sie beseitigt. Der wird allerdings, wie gesagt, auch in der Bundesversammlung dann sitzen. Also Sie nehmen jetzt nicht die Gelegenheit wahr, gerade nachdem ich auch von den Vorfällen dort in Sachsen Ihnen erzählt habe, von denen Sie jetzt noch nichts wussten, dass Sie sagen, Mensch, angesichts dessen, das kann ich, glaube ich, mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, mich im von Gegenteil, denen unterstützen zu lassen. Im Gegenteil, so wie die Zustände im Land sind, so wie die Polarisierung ist, so wie die Hetzjagden sind, so wie die fehlende Diskurskultur ist, ist es mir eine Gewissensfrage, dieses zu machen. Und es ist eine Nominierung. Das Amt steht über den Parteien. Es ist mit meinem Gewissen, es ist mit, mein Gewissen verpflichtet mich dazu, dies zu Herr Otte, das heißt, egal, was jetzt auch noch im Zuge Ihrer Kandidatur passiert, in den Reihen der AfD, in Reihen der Fraktion, die Sie nominiert hat, völlig egal, was die sich leisten, was passiert in dieser Zeit, Sie werden daran nicht rütteln. Es gibt nicht den Moment, wo Sie sagen würden, das ist jetzt echt zu viel, doch, jetzt ziehe ich zurück. Den Moment würde es geben, das kann ich mir vorstellen. Was ist das? Den kann ich vorher nicht sehen. Das ist ja eine Situation, die sich entwickelt, aber da muss schon sehr viel passieren. Es ist ja schon sehr viel passiert. Denn es ist den Moment kann es geben, aber ich halte natürlich an der Kandidatur fest, trotz all dieser Verhöre. Das ist kein Verhör, Herr Otte, das ist ein Interview. Trotzdem noch mal nachgefragt, weil mich diese Schwelle einfach interessiert. Ja. Wann ist für Sie der Punkt, Sie haben ja gesagt, den gibt es, wo Sie sagen, jetzt ist genug, jetzt mehr geht nicht. Für mich wäre der Punkt schon gar nicht gekommen, ja, das sage ich ganz ehrlich. Sie, ja. Da ist genügend passiert in Reihen der AfD. Ja. Mit denen kann man nicht gemeinsame Sache machen, aus meiner Sicht. Sie definieren das für sich anders. Aber was ist der Punkt? Ich definiere es anders. Das kann ich Ihnen jetzt noch nicht sagen. Diesen Punkt gibt es. Aber die Situation entwickelt sich weiter. Jetzt stehe ich dazu. Es ist ein demokratischer Prozess. Ich habe meine Anliegen. Das Amt steht über den Parteien und so möchte ich es auch behandelt wissen. Sie haben jetzt immer wieder die Rechte der Ungeimpften angesprochen, die sich, wie Sie sagen, ausgegrenzt fühlen in diesem Land. Wir haben oft darüber berichtet, Herr Otte. Werden Sie eigentlich im Bundestag, im Parlament, bei der Bundesversammlung auch oben auf der Tribüne Platz nehmen müssen? Ja. Weil Sie nicht geimpft sind? Ich bin nicht geimpft, ich bin genesen. Ich hatte Covid in Alaska, das war auch ziemlich heftig eine Woche. Und dann habe ich 2 Monate Nachwirkungen gehabt. Aber ich war genesen, bin es jetzt nach neuem Recht nicht mehr. Das ist ja auch eine Paradoxie. Und da muss man weiterstehen. Also ich bin ungeimpft, aber genesen. Danke für das Gespräch bei Bild. Danke. Ein Mann also, der sich ganz bewusst auch wählen lassen will, auch von Antisemiten, auch von verurteilten Straftätern, der es auch in Ordnung findet, in diesen Zeiten, wie er hier gerade noch mal im Studio gesagt hat, Widerstand gegen die Polizei zu leisten. Der will Staatsoberhaupt werden. Der tritt an zur Bundespräsidentenwahl gegen einen der schwächsten Bundespräsidenten, die wir wohl je hatten. Aber er wird verlieren, deutlich.